Hallo liebe Hungrige, es gab ja schon einige Blitz, Ruckzuck und schnelle Kuchen auf meinem Kanal, aber dieser hier, glaube ich, ist nochmal eine extra Kategorie, denn nicht nur, dass er eben sehr schnell fertig ist, also auch gebacken, er benötigt auch nur drei Zutaten. Und diese sind Schokokekse, und damit sind keine mit Schokolade überzogenen gemeint, auch keine gefüllten wie Oreos, sondern hier solche dunklen, kakaohaltigen. Wir brauchen außerdem Milch. Fettstufe ist egal, ich verwende 1,5%ige und Backpulver. Wir brauchen also weder Eier, Mehl oder Zucker, wirklich ganz einfach. Und die Kekse müssen zuerst fein zerkleinert werden. Und wie ihr das macht, ist egal, ob im Gefrierbeutel und dann mit der Teigrolle oder so wie ich, in solch einem Alleszerkleinerer, ist eure Sache. Übrigens, wo ihr solch einen herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Mit dem zweiten Teil der Kekse verfahre ich ebenso und dann kommt alles in eine Schüssel. Und dazu sieben wir nun das Backpulver. Beides miteinander vermischen, entweder mit der Gabel oder so wie ich mit dem Schneebesen. Und dann gießen wir die Milch dazu und rühren diese ein. Nehmt dafür einen Löffel oder einen Teigschaber. Und wer das nicht möchte, auch der Pürierstab ist eine Alternative. Ist dann alles schön verrührt, brauchen wir eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 20 cm. Diese mit Backpapier auslegen, einfetten und bemehlen, funktioniert sicherlich auch. Nun den Teig einfüllen, die Schüssel natürlich wie immer schön auskratzen, es soll ja nichts verschwendet werden. Zum besseren Verteilen, die Form noch so ein kleines bisschen hin und her schütteln. Und dann geht es auch schon ab in den Ofen, wo nun bei 190 Grad, Umluft 170, für lediglich 15 Minuten gebacken wird. Macht aber zum Ende hin unbedingt die Stäbchenprobe, denn jeder Ofen ist ein bisschen anders und es hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Kekse ganz konkret verwendet werden. Ich habe den Kuchen jetzt dreimal gebacken, einmal mit 14, einmal mit 20 und einmal mit 16 Minuten. Also Pi mal Daumen, 15 Minuten sind ein guter Orientierungswert. Und so lecker sieht unser Küchlein danach aus. Wir lassen es allerdings nur kurz abkühlen, am besten natürlich auf dem Kuchengitter. Dann befreien wir den Kuchen aus der Backform, ziehen auch das Backpapier ab und ihr könnt sehen, der Kuchen ist stabil, aber trotzdem schön weich. Ja, und nun könnten wir ihn so essen oder aber irgendwie noch toppen mit Glasur, mit Puderzucker. Und ich habe mich für eine Nuss-Nougat-Creme entschieden, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. Diese kurz ein bisschen erwärmen, einfach schnell in der Mikrowelle. Und dann können wir mit mehr oder weniger davon die Oberseite unseres Kuchens bestreichen. Und das war's, mal ganz ehrlich, das ging doch wirklich ganz schnell und einfach. Und vor allem, es schmeckt auch sehr lecker, so ein bisschen in die Richtung Brownies. Probiert's unbedingt mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls euch allerdings ein schneller Streuselkuchen mit Pudding oder, die Saison geht ja los, ein Rhabarber-Mosaik-Blechkuchen lieber ist, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.